Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin Nairol Football in Steinfurt am Ahr, im Herzen Münsterlands, auf meinen wunderbaren kleinen Kanälchen an einen fantastischen Tag und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Endlich ein neues Video. Ja, seit langem habt ihr ja gewartet. Ich war diese Woche leider sehr inaktiv und heute habe ich euch ja ein neues Video mitgebracht. Heute gibt es 5 Fußballvereine, wo du nicht geglaubt hättest, dass die jemals in der UEFA Champions League mitgespielt haben. Nummer 1 haben wir den 1. FC Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern ist ein deutscher Fußballverein, der seit Jahren mit finanziellen Problemen im Mittelfeld der 3. deutschen Spielklasse rumdümpelt. Diese Saison ist der 1. FCK sogar abstiegsbedroht. Das Krasse an der Geschichte ist, dass der 1. FC Kaiserslautern vor 6-7 Jahren noch in der 1. Fußball-Bundesliga etabliert war. In den 1990er Jahren zählten die Roten Teufel sogar zu den besten Fußballmannschaften Deutschlands. Nach der gewonnenen Meisterschaft als Aufsteiger 1989 qualifizierte sich der 1. FC Kaiserslautern erstmals für die UEFA Champions League Gruppenphase. In der Gruppenphase wurde man sogar am Ende Erster und ließ Mannschaften wie Benfica Lissabon, PSV Eindhoven oder HJK Helsinki hinter sich und qualifizierte sich als Gruppenerster für die Champions League K.O.-Runde. In der K.O.-Runde scheiterte man aber allerdings direkt im Viertelfinale gegen den FC Bayern München. Nummer 2 haben wir Víkingur Reykjavík. Víkingur Reykjavík ist ein Fußballverein aus der isländischen Hauptstadt Reykjavík. Víkingur gewann insgesamt 5-mal die isländische Meisterschaft und 2-mal den isländischen Fußballpokal. Nach der Meisterschaft 1991 qualifizierten sie sich als erste isländische Fußballmannschaft 1992-93 für die UEFA Champions League Runden. Damals begann die UEFA Champions League nicht wie gewohnt in der Gruppenphase, sondern man musste sich einen Gruppenplatz erstmals in 2 Spielrunden erspielen. In die Gruppenphase haben es die Isländer nicht geschafft, denn man scheiterte direkt in der 1. Runde gegen ZSK Moskau mit 5:2. Heute spielt Víkingur Reykjavík nach mehrfachen Ab- und Aufstiegen seit 2014 als Durchschnittsmannschaft wieder in der 1. isländischen Fußballliga. Nummer 3 haben wir IA Akranes. IA Akranes ist ein isländischer Fußballverein, der in der 1. isländischen Fußballliga eher als Fahrstuhlmannschaft bekannt war. Von 2009 bis 2011 sowie zuletzt 2014 spielte der Verein in der isländischen Zweitklassigkeit. Was viele nicht über den Verein wissen, ist, dass der Verein 1993-94 als zweite isländische Mannschaft innerhalb von 2 Jahren für eine UEFA Champions League qualifizieren konnte. In der 1. Runde traf man auf den niederländischen Fußballverein Feyenoord Rotterdam. Gegen Feyenoord gewann man überraschend das erste Hinspiel mit 1:0. Allerdings gab es noch ein Rückspiel, das man leider 0:3 verlor. IA Akranes scheiterte wie Víkingur auch wieder in der 1. Runde. Also hat es bis jetzt kein einziger isländischer Fußballverein bis in die 2. Runde geschafft. Nummer 4 haben wir Union Luxemburg. Union Luxemburg war ein luxemburgischer Fußballverein, der 2005 aufgelöst wurde. Der Nachfolgeverein hieß RFC Union Luxemburg und spielt eher im Mittelfeld der luxemburgischen höchsten Spielklasse. Union Luxemburg gewann 1992 die luxemburgische Meisterschaft und nahm 1992-93 erstmals an einer UEFA Champions League teil. Union Luxemburg schaffte es allerdings nur bis in die 1. Runde. Man flog gegen den FC Porto mit 1:4 und 0:5 in der 1. Runde direkt raus. Nummer 5 haben wir Anorthosis Famagusta. Anorthosis Famagusta ist ein zyprischer Fußballverein, der ursprünglich aus Famagusta stammt, zurzeit aber in Larnaka spielt. Anorthosis Famagusta ist international ein eher unbekannterer Verein und spielt eher im Mittelfeld der zyprischen First Division. Früher gehörte der Verein zu den erfolgreichsten zyprischen Fußballmannschaften des Landes. Sie wurden 13-mal zyprischer Meister und 10-mal zyprischer Pokalsieger. 2008 und 2009 qualifizierten sich sogar für die UEFA Champions League Gruppenphase. Mit Mannschaften wie Panathinaikos, Inter Mailand und Werder Bremen. Man schied allerdings mit 6 Punkten knapp direkt aus. So Leute, das war's im Video. Welchen Verein kanntet ihr? Oder welchen Verein wusstet ihr, dass sie mal in der Champions League gespielt haben? Höchstwahrscheinlich, wenn ich habe eine große deutsche Community, höchstwahrscheinlich der 1. FC Kaiserslautern. Ja Leute, es gibt noch weitere Vereine, wo viele sagen, boah, die haben mal in der Champions League gespielt, aber die behandle ich mal in einem anderen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.